Hallo und herzlich willkommen zu Einfach mal kochen mit Peter. Heute backe ich Käsröchli für Sie. Und dazu brauchen wir 300 Gramm Emmentaler, 150 Gramm Gruyère, 75 Gramm Appenzeller, 2 Eier, 200 Gramm saure Sahne, 2 Esslöffel Frischkäse, Butter zum Einfetten der Förmchen, eine Rolle Blätterteig, Muskatnuss und Pfeffer. Des Weiteren benötigen wir eine Schüssel, einen Kochlöffel und 9 Förmchen. Wir schlagen die Eier in die Schüssel und geben die saure Sahne dazu. Dann geben wir die 2 Esslöffel Frischkäse dazu. Danach kommt der Emmentaler, der Gruyère und der Appenzeller zur Masse. Wir würzen das Ganze mit Muskatnuss und Pfeffer. Dann rühren wir gut um. Wir heizen den Ofen auf 180 Grad vor. Die Förmchen fetten wir mit der Butter ein. Nun stechen wir mit den Förmchen den Blätterteig aus und legen damit den Boden sowie die Ränder der Förmchen aus. Nun geben wir die Masse in die Förmchen. Ein kleines bisschen Luft nach oben sollten wir noch haben, damit sich die Masse etwas ausdehnen kann. Die Förmchen stellen wir auf ein Backblech und geben diese für etwa 30 bis 40 Minuten in den Ofen. Sie sehen, die Masse geht sehr gut auf, aber keine Angst, sobald sie aus dem Ofen kommen, fallen diese wieder in eine normale Form zurück. Vielen Dank fürs Zuschauen und viel Spaß beim Nachbacken.